Ich hoffe mal, dass ich diese Nacht in Ruhe pennen kann, Alter. Ohne Sodbrennen. Nee, das ist es ja. Entweder vertrage ich die Cola, entweder vertrage ich keine Cola mehr oder Gummibärchen, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich vielleicht die Mischung Cola und Gummibärchen. Ja, möglich. Keine Ahnung. Ach Sascha, das hab ich noch gar nicht erzählt, ne? Was denn? Dreimal darfst du erraten, wer unsere Facebook-Seite mit einem Daumen nach oben markiert hat. Ich wusste nicht. Nein. Blitz Dennis. Blitz Dennis, oha. Der spielt ja auch kein Forza mehr, ne? Ist wahrscheinlich auch nicht mehr bei Hard im Team. Keine Ahnung, weiß ich nicht, interessiert mich auch ehrlich gesagt Willkommen nicht. zurück, Doktor. Wie ist denn das? Krieg ich eine Einladung oder wollt ihr mich einladen oder soll ich euch einladen oder wie machen wir's? Wir das nicht selbst. Ach Sascha, ich zeig dir mal, na gut. Ist halt einfach nur weiß, ne, aber. Ich zeig dir jetzt dann gleich mal die Oberfläche, welches Auto ich den nächsten Angriff nehme. Reggie, 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 Reggie. Reggie! Sascha, wo schimmelst denn du rum? Ach, oben in der Stadt. Alter, was willst du oben in der Stadt, Digga? Okay, wir treffen uns am mittleren Kreisverkehr. Wie gesagt, ich zeige dir jetzt die Oberfläche, die ich als nächstes im Design-Editor. Spielt es so leise, der Chat so leise. Seh dich nicht, Sascha. Xbox Home Button, gehst dann auf deinen komischen Profilname, gehst dann anschließend auf Audio und da kannst du separat nochmal einstellen. Ja. Ja, hat sie auch.
Ja, weißt du, ich habe hier die Dings, die Lautstärke der Ambient Sounds um 50% reduzieren, habe ich schon drinnen. Dann mache ich es jetzt halt auf 80%. Ja, dann hast du empfindliche Ohren. Was? Angeschlossen, du hast im Prinzip nichts, was noch dazwischen ist. Ja, dann so ein Ding dazwischen, so ein kleines Zusatzteil, ne? Weil komischerweise ist ja, dass wenn ich das Headset direkt am Controller anschließe, kann ich euch zwar hören, aber das Mikrofon geht nicht bei mir. Dann liegt es in den Adapter. Aber ey Sascha, soll ich mal verraten, was wir in der Lobby haben? Wir haben jemanden in der Lobby, der heißt Kleiner WIXX. Und ist Level 82. Ich hab diesen kleinen Witz jetzt mal in die Rolle eingeladen. Den lade ich jetzt auf Party ein, pass auf. So, jetzt überprüfe ich ihn aber vorher noch. Der traut sich bestimmt nicht in die Party, der ist bestimmt so ein kleines Kind oder so ein kleiner Junge oder so. Total verklemmt und so. Ja. Ja,
Ja. Und dafür ist jetzt mega nicht. Dafür ist jetzt mega scrimpy. Die beste Griffzone kommt aus Ostdeutschland. Ne, wenn du mit deinem Abschied, ne, wenn du natürlich mit dem Markt dürften willst, ne, dann hast du gefühlt einen Umkreis von einem halben Kilometer alles aufgerückt. Weil das Ding einfach mega krass schreit, Alter. Oh, ohne Witz, ne? Der 144er neben mir, der gehört erschlagen. Der hat R34 mit V8. Ah, pfui. Ja, das ist genauso wie wenn du mit einem 3er BMW einen Kavikäfer mit reinbaust. Ja, du kannst aber auch kein Trabant fahren mit dem Command mit dir. Das wäre ein bisschen ein kleiner Wichser. Die kleine.
mehr Ruhe am Strafen haben. Ja, du fähig, ich wüsste, ich dürfte so innern sich halt, und dann weißt du, auf Top immer so ein scheiß 3er Golf und dann als NPC halt. What the fuck, Alter. Ja, aber wenn du dann noch die Drift-Kamera anhast, Alter, das ist eben nur. Oh ja, da kommt dann mit dem Folgen. Ja, schade, du bist prinzipiell immer zu schnell. Ja, nee. Den Sieg und Führer. Nein, das Auto ist halt immer in die Luftbahn. Lass mich raten, sag mal, wie kommt es mit deinem komischen Sportwürfeln? Screenshot, weil ich das Game unter dir. Da kann ich gesagt, du brauchst dort schon die ganze Xbox-App. Dann würde ich das Game bitte nicht an dem Handy mit die App mit der Xbox verbinden. Dann kannst du dir die Bilder holen, also Xbox in das Handy, kannst du die Bilder verbinden. Lachst du?
Ja, deswegen hab's ja gesagt. Soll ich dir mal verraten, was wir an dem Controller eigentlich verstehen, wenn ich nicht bin? Wolf, was hast du für Lenkrad? Logitech. Aber hat man 236 Euro immer so. Frag er, nutzt du für dein Lenkrad nur deine blanke Haut, also deine Fingerschen, oder hast du sowas wie Handschuhe noch extra an? Was? Ja, es gibt manche Leute, die spielen Rennspiele nicht mit der nackten Hand, sondern die ziehen sich noch Handschuhe drüber, damit sie das Material schonen. Nee, ich spiele warm, ist aber. Ja, schon, aber außerdem, ja, das ist ab. Ich sag mal ganz ehrlich, ne, ich hab 3000 Stück Lenkrad jetzt hinter mir, ne, und das Material am Lenkrad zeigt keinerlei Erübung, also ganz im Ernst. Ja, du weißt doch, wie diese ganzen ja, Sim-Raider sind und ach, keine Ahnung. Ja, es gibt aber auch Leute, die ziehen sich dann einen Helm auf und so, ziehen Kartenschuhe an, vielleicht alles die ganze Kombi-Version. Drift im Kreisverkehr zu ziehen ist dezent scheiße. Weil der hat so einen kurzen Radstand, da kannst du keinen gescheiten Drift im Kreisverkehr ziehen. Aber ich habe zum Glück mehrere Drift-Autos umgebaut. Zu gucken. Wollen wir Goliath driften? Also gut, ja, driften, okay, gut. Okay. Ja, klar gibt's Kohle, ne, aber dann müsste er gefühlt 4 Millionen Jahre warten, bis wir mal am Ziel sind. Aber wir machen es dafür schöner. Das müssen wir extra, das müssen wir eine extra Blaupause herstellen. Das finde ich nicht doch. Da muss ich schön was sehen. Das ist jetzt so dramatisch, also gerade raus.
Ja. Ja. Aber ohne Witz, ne, welcher Typ in Forza driftet Goliath? Stimmt, stimmt, du hast recht. Also es gibt gescheuerte Menschen, ja, die kaufen sich für FH4 einen gemoddeten oder geglitschten Account. Richtig. Richtig dumm. Oder es gibt Menschen auf einem PC und die haben einen PC an, also die haben einen PC, die haben eine Xbox, die haben eine Playstation. Die hocken sich zum Beispiel in GTA oder allgemein mit der Xbox und der Playstation in irgendein Spiel, wo auch PvP möglich ist. Schalten hier noch, haben währenddessen am PC. Also ich habe jetzt alles offen gemacht wegen meiner Drift-Klasse, also wegen meinem Drift-Fahrzeug. Und sitzen dann am PC und finden dann von denjenigen Leuten die IP-Adresse raus am PC und die dosen dich dann einfach mal. Ja, aber ohne Witz. Ohne Witz, was ich dir jetzt erzähle, ist mir wirklich passiert. Ich habe GTA gespielt nach über 4-5 Monaten auf der Xbox. Ne? Und es gab gerade, das war gerade die Woche, da gab es in GTA dreifach Geld und 3 RP auf dieses komische PvP-Spiel Trapdoor. Das ist halt praktisch mit mehreren Teams auf einer Plattform. Das beste Team gewinnt halt, aber das hat nur eine gewisse Zeit, weil dann geht halt immer eine Plattform kaputt. Und ja, da wurde ein Hardware eingeladen. Da hat mich dann auch so ein Kunde gefragt, ich weiß nicht, wo du herkommst und ich kenne deine IP und ich kenne ein bisschen Motorfunk. Bei mir war alles weg. Verbindung zum Internet war weg, mein Livestream war weg und. Sprich, der hat mich im Livestream gebietet. So, ne? Und dann sagt zu denen, und dann sagt sie, in der Fahrt, ich hätte nicht offen, ne? Ich weiß schon, dass man das nachverfolgen kann. Und wenn derjenige dann auch sagt, nee, kann sie nicht, dann sagt er, ich kann jetzt nicht verarschen, ich habe einen Laptop dafür. Gut, ich habe jetzt kein Videosprogramm drauf, ne, weil ich bin kein Internet, also ich bin kein... Und dann denke ich mir so, Dinger, das hab ich nicht gesagt, dass ich hier einen Laptop da schon habe. Ne? Aber denke ich mir so, Dinger, kann ich dich nachverfolgen, das Programm, wenn ich das Programm hätte, dann kann ich dich wieder. Aber ich bin kein Frühdeutsch, ich sage, wenn ich das Wort sage, ich bin kein Huren, ich bin kein muttergefickter Sohn, Alter, der anderen Leuten damit schadet, weißt du, und jemanden wie mich, der übers Internet eine Facebook-Seite führt, ein Discord-Server, der noch nicht kaputt ist, ein Club führt, das Internet extrem wichtig. Im Internet kannst du heute gar nichts machen. Du kannst die bestimmten Club nachsuchen, du kannst das Internet. Du kannst einfach ohne Internet. Ja, ich hab. Du hast die Fuß, Alter. Ja, klar. Gut, na ja, gut, ne, ich nicht weiter für sie.
Aber stell dir mal diese ganzen 10-jährigen, 15-jährigen Kiddies an, weil sie die ohnehin nicht schnitten können. Oder ab nach Holland und die Nummer noch. Ab ins Kloster, Junge. Ab zur Navy mit euch. Ohne die Aufmerksamkeit braucht man denn im Leben, um sich hinzusetzen und irgendwelche fremden Personen, Menschen gut, wenn du bei dem Internet-Provider anfängst, ne, oder in Software, ne, und da ist ein Drecks-Bikus, ich brauch wen, jeder mit Bitte, die Kunden, die da noch bitte, die zu gucken, die. So, vor allem, weißt du, was der Vorteil ist, ne, wenn dich jemand Bikus. Ich weiß nicht, warum er das ist. Schicken die mir vorher eine PN, eine Xbox Position, whatever, ne? Schicken die mir eine PN, Alter, und dann noch IP. Denk ich mir so, Alter, mich verarscht hat, ich bin nicht ganz einfach Spaß, Alter. Wir haben ja damals alle, ohne Witz, ja, jeder hat damals ein Dreck, ja, jeder Dreck gefunden, ne? Aber ohne Witz, was wie dumm oder wie viel Mitleid brauche ich denn in meinem Leben, wenn ich einen PC habe mit 2-3 Konsolen und dann dort online die Community so hart zu ficken und dann die Leute komplett für immer offline auf die Dörfer zu schicken, die dann nee, das sind so kleine Mischlöcher, die haben Anonymous. Weißt du, wie ich mal? Guck mal, ne? Ohne Witz, ne? Ich weiß, dass du einen PC hast, ne? Ohne Witz, ich könnte dir jetzt den Typen sagen, Alter, und du könntest ihn nicht helfen, oder? Warum soll ich das tun? Sprich, dann zwinge oder gib ich ja jemanden in Auftrag, jemanden zu sagen, ja, ich muss auf die Beste, ne? Weil der hat mich gedeepert. Ich lass mich einfach auf dieses Niveau nicht ab, Alter, ohne Witz. Ich finde es aber auch eine absolute Schweinerei, ne? Ohne Witz, wir haben schon in Europa oder weltweit haben wir eigentlich das schlechteste ausgebaute Internet. Immer noch. Selbst die Schweiz und Österreich ist vor, das muss dir mal geben, Alter. Sascha. Ja. Wohlgemerkt. Aber ja, aber guck mal, aber. Selbst die haben besseres Internet. Ich sag mal so, na klar, dass die anderen Länder weltweit eine andere Internetfrequenz haben oder andere Map-Typen, whatever. Ja, scheiße, ich hab schon 190.000 auf jeden Fall verkackt, Alter, weil ich sag schon mal los, ja. Ist ja klar, ne? Aber ohne Witz. Aber guck mal, ne, wenn wir Deutschen, ich bin jetzt mal im Dorf, wo ich mal gewohnt habe als Kind, das kälte wahrscheinlich nicht, München, ne, wie mir geht's, wir haben 2020, die armen Schweine 25 Kilometer weiter weg von mir,
die haben halt immer nur eine verkackte Kupferleitung und es gibt noch nicht mal eine 16K-Leitung in dem Haushalt. Ja, aber guck mal, also irgendwie gibt's mehr Gut, wir haben ja auch so die Fahrtstufen, ne? Aber uns geht's ja eigentlich wirklich so weit in Deutschland ziemlich gut. Und warum gibt's dann die Regierung nicht geschissen, ein gescheites, flächendeckendes Internet auszulegen, wo gefühlt, wo praktisch gefühlt jeder auf die gleiche Internetleitung kommt? Leistung kommt, die kriegen es nicht geschissen. Ohne Witz, Südkorea und Nordkorea, ne? Ich nehme jetzt mal so die drei Länder. Die zwei mit Japan haben das beste Internet weltweit. Weltweit, wirklich. Ja. Ich hätte mal für dieses Internet hier in Deutschland so. Alter, wir würden uns tatsächlich scheiß auf dieses Internet fixen. Ohne Witze, können solche Spiele, ne, ich nenne jetzt mal große Spiele, also von Daten auf Konsole. PC sind wir, denke ich mal, meistens im Fern. Bisschen größer, ne? Ich nehme jetzt mal zum Beispiel Red Dead Redemption 2, das hat auf der Konsole, auf der Xbox eine Datengröße von circa 120 GB. Ich habe momentan eine 100K-Leitung. Ich würde ich mir Red Dead Redemption 2 deinstallieren und neu installieren, bräuchte ich für die Datenmenge 4 Stunden. So, jetzt installieren wir Red Dead Redemption 2 in Japan Nordkorea. Für 20 Minuten war ich schon fertig. Was hast du aktuell für eine Leitung? Ja, gut. Ja, auf neu. Ich will ohne Witz, ne? Ich bin jetzt schon zufrieden mit der 100K-Leitung, ne? Ich bin da vollkommen normal zufrieden. So. Ja, das ist nicht so aussehen. Ja, das ist genau wie gestern, dass wir in Runden reingefahren sind, ne? In der ersten Runde ohne Rücksicht baut einen Fehler, aber ich habe gesehen, dass er schon wegrutscht. Ich voll den Anker rein, aber also, rutscht ihn halt trotzdem noch gefühlt mit 200 in den Arsch rein, in die Seite rein und dreht ihn einfach weg. Und was soll ich machen, wenn ich schon voll im Nord auf dem Anker stehe, aber...
Vor allem, was, weißt du, was das Geile ist, ne, wenn meine Frau noch zockt, ne, die zockt ja meistens direkt hinter mir. So, wenn wir ein Spiel spielen, auch mit diesen Synchronisationen manchmal dezent lustig unterwegs. Sprich, wir fahren jetzt über Tweeten mit 390 mit in den Kurs rein. Nebeneinander, habe ich gemerkt. Auf meinem Bildschirm nebeneinander, ne? Meine Frau bin ich auch neben ihr. So, da bin ich aber nicht bei meiner Frau, bin dann nicht direkt neben ihr. Und da bin ich neben ihr leicht versetzt. Obwohl wir in derselben Leitung hocken. Guck mal, ne? Guck mal, du hast jetzt mich bei dir berührt, ne? Bei mir war noch gefühlt 2 Meter, 2,50 Meter Platz. So, weißt du, so gefühlt, ja, bei dem einen ist nichts und bei dem anderen wirst du halt gefühlt mit 490 in den Arsch gefickt, Alter. Ja, dann leckt ihr es kurz 3-4 Mal und dann knallen wir alle in den Nail. Ja, anderen Nail. Ja. Hier so fehlerhaft passieren kann. Ich sag ja, dann möchte ich ein bisschen wieder dann ablaufen und dann mit 10 Mann starten. Bitte. 10 Mann in einer Party und in einer Kolonne und in einer Rennfahrentscheidung würde ich mir gerne mal wünschen, aber das wird nie vorkommen. Ah, du, auf Assetto Corsa bin ich Rennen gefahren, Alter, mit 64 Leuten, Alter, ging richtig los. 64 Mann auf Spa, Alter, da hast du keinen Platz. Ja, spiel mal 100% Monaco Formel 1 2020 in Multiplayer. Ich sag nur erste Kurve, Alter, wenn du dann nicht gescheit bremst und nicht gescheit aufpasst, Alter, dann bist du gefickt, dann hast du kleinen Totalschaden. Ja, aber ohne Witz, ne, also ich hab mir angewöhnt, Formel 1 2020, also allgemein Formel 1. Nicht. Werde ich nicht mehr Multiplayer spielen, außer wenn ich eine gescheite Liga finden würde, ne. Weil. So ohne Rangliste kannst du absolut nicht spielen, weil ich da gefühlt jeder voll spast von der Strecke schiebt oder streht oder dann so wegfickt, Alter, dass du keinen Totalschaden hast. Das habe ich doch selber im Fuhrpark, aber hatte ich noch nicht, ne. Was? Ja, wenn du das einstellst, dann ja. Okay, Reggie, dein Auto hat sich gerade von alleine bewegt. Interessant. Also ich muss sagen, ne, wenn du gesagt hast, du wolltest berührt, ich habe in dem Moment nach hinten geguckt, du wolltest einfach nicht. So, was sagt mir, ne? Und ich bin jetzt bei, gut, eigentlich ein bisschen länger, ne?
Aber auf meinem Monitor steht gerade eine Zeit, ne? 187 Minuten. Das ist doch ein perfekter Moment, um den Stream zu beenden. Ja.